Ich bin Cornelia Kropidlowski. Ich bin die Schulleiterin an dieser schönen Schule am RBB Greifswald. Unsere Schule befindet sich jetzt noch an zwei Standorten, soll ja neu gebaut werden, an einem zentralen Standort in der Beimlerstraße. Es sind vor allem die wirtschaftlichen Berufe. Und in der Siemensallee, da haben wir das Fachgymnasium, aber vor allen Dingen die handwerklichen Berufe, gewerblich-technischer Bereich wie Kfz und ASH. Ja, und diese 2000 Schüler an beiden Standorten werden von 85 Lehrern, drei Sozialpädagogen, einer Integrationssozialpädagogin unterrichtet und unterstützt. Das Besondere an unserer Schule ist, dass wir sehr viele unterschiedliche Ausbildungsberufe bei uns in unserer Schule haben. Das fängt, wie wir so schön sagen, von A wie Arzthelferin bis Z wie Zweiradwerker. Innerhalb der Schule lernt man dadurch also ganz viel aus der Wirtschaft kennen. Und eine zweite Besonderheit unserer Schule ist die Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungswerk. Und wir unterrichten dort also Schüler mit den verschiedensten Beeinträchtigungen, die einen Beruf bei uns erlernen. Bei uns in der Hans-Beimler-Straße werden überwiegend die kaufmännischen Berufe ausgebildet und nicht die handwerklich-technischen Berufe. Ich finde es hier sehr toll, dass alle Beteiligten, ob es Schüler sind, die Kollegen sind oder Außenstehende wie das Berufsbildungswerk, die Kammern, sich darum bemühen, dass die Jugendlichen einen Start in ihre berufliche Laufbahn finden, dass alle daran arbeiten. Der Unterricht ist in den Lernfeldern praxisorientiert organisiert und in vielen Bereichen haben wir also die Möglichkeit, wie zum Beispiel bei den Kfz-Mechatronikern oder Anlagen-Sanitär-Heizungsmechanikern, dass wir also Lernstoff vermitteln und mit ihnen dann rübergehen können in unsere gut ausgestatteten Labore und das direkt am Beispiel eben zeigen können, dass die Schüler also am Auto schrauben können oder sich die Heizungsanlagen genau anschauen können. Man sagt ja bei Greifswald, man weint zweimal. Und das gilt für mich erst recht, denn ich komme aus Berlin und wollte auch immer wieder zurück nach Berlin. Aber wenn man dann erstmal Fuß gefasst hat, dann möchte man nicht mehr weg. Also ich würde weinen, wenn ich weg müsste. Alleine schon durch die Universität ist diese Stadt sehr lebendig und hat viele junge Leute, die viele neue Themen in unser Land hier einbringen, in unser Landkreis auch. Und sie haben auf einer Seite eben kulturell in der Hansestadt Greifswald sehr viel können, aber auch ganz schnell unsere schönen Strände hier, unsere Wälder, Wiesen hier besuchen, sodass man beides eigentlich sehr gut hier genießen kann. Diese Region hier ist noch sehr naturbelassen. Der Mensch hat seinen eigenen Schlag, offen und ehrlich. Er ist manchmal schwer, erst aufzuschließen, aber wenn man ihn dann aufgeschlossen hat, ist er immer offen und ehrlich und hält zu einem. Natürlich suchen wir immer neue, engagierte Lehrer für unsere Schule, um unseren Auszubildenden und auch Schülern des Fachgymnasiums, also wirklich hochwertigen und modernen Unterricht anbieten zu können. Wir benötigen im Moment Lehrer besonders in der Bautechnik, Anlagen, Sanitär, Heizungstechnik, also richtig, sag ich mal, handwerkliche Berufe, aber auch wiederum in unserem Fachgymnasium dringend natürlich, so wie jede Schule, im naturwissenschaftlichen Bereich. Wir benötigen Fachkräfte für eben den Weißbereich Gastronomie und Küche, aber wir brauchen eben auch Fachlehrer hier für den Bereich Wirtschaft, spezielle Kenntnisse im Bereich Recht oder Medizin. Liebe Interessenten an beruflicher Schule, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich vielleicht für unseren Standort, für unsere Schule RBB Greifswald bewerben würden. Wir brauchen junge oder auch interessierte, motivierte Menschen für unsere Schule. Und Greifswald und auch wir, ich glaube, das kann eine gute Sache werden, wenn Sie es auch wollen. Herzlich willkommen am RBB Greifswald.